würde ich sagen. Und wir dachten so, schöner Abschluss, gehen wir dann jetzt einfach mal noch hier in diese kleine Kirche neben der Wewelsburg, die schöne katholische Kirche mit so einer friedlichen Lichtinstallation da drin. Ja, und das war doch jetzt voll toll, weil es ist ja eine sehr moderne Kirche. Ist ja nicht so ein altmodischer Schwachsinn, wo man jetzt irgendwie reingeht und in Stille betet oder so. Nee, da gibt's ja so einen riesigen Bildschirm und ganz viele LEDs und man kann sich so eine tolle, clicky, bunte Lichtschau anmachen. Und dann haben genau, wir uns ein und dann Gebet gibt's ausgesucht, dazu noch, ne? Genau, da gibt's dazu noch Audio-Nachrichten oder Audiosprach, wurde da was aufgesprochen, audiomäßig. Genau, und dann haben wir Gott impfe mich, haben wir angeklickt. Das fanden wir doch schon mal sehr spannend. Wie soll man es sonst nennen? Eigentlich hat es mich mehr erschreckt. Dramatisch? Also ich fühlte mich echt wie in so einem schlechten Film. Aber zu offensichtlich eigentlich. Ja. Naja, da hat die Lea dann mal drauf gedrückt. Ich drück mal da drauf. Endlich Licht am Ende des Tunnels. Wie eine Erlösung wurde im Dezember 2020 die Nachricht aufgenommen, dass ein Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt war. Impfstoffe stärken das Immunsystem unseres Körpers gegen den Einfluss schädlicher Viren. Es ist wichtig, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Impfe mich, Gott, mit Ehrfurcht vor dem Leben. Impfe mich, Gott, mit dem Serum des Urvertrauens, das meine Angst überwindet, alt zu werden, allein dazustehen und verlassen zu sein. Impfe mich, Gott, mit dem Stoff des Selbstvertrauens, damit ich meinen Aufgaben gewachsen bin und sehe, wer mich braucht und wen ich. Hey Gott, du kennst mich ja. Impf mich bitte nicht.